So, Hallihallöchen, und da sind wir wieder mit der zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit, dass wir eigentlich alles mit 100% erfüllt haben und Slytherin trotzdem mehr Punkte hat als wir. Und wir sitzen auch schon auf dem Besen, also wenn ich jetzt hier weitermache, dann. Okay, man fliegt also nur mit WASD. 82 Ringe muss ich durchfliegen. Was ist denn bei euch los? Ah, hier beschleunige ich mit Shift. Ah. Boah. Boah. Ring, 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 ring. Hat er mir gesagt, dass ich mit Shift beschleunigen kann? Ich glaube nicht. Boah. Unbegrenzte Speed. Oh. Tschu. Höher. Ja, man kann nicht so schräg fliegen, man muss es wie in so Stufen machen. Ich würde echt mal interessieren, was ich. Oh, ich hätte, glaube ich, viel mehr Gas geben sollen. Seid ihr denn fast abgelaufen? Hä? Wo ist der andere Ring? Scheiße! Den hab ich nicht mal gesehen! Oh, das wird nix. Das wird nix. Nein, zurück! Oh Gott! Hier, halt mir fest, fliegen ist nicht meins. Oh shit, das werden wir nicht in der Zeit schaffen. Oh, ist ja richtig herausfordernd. Das gibt's jetzt ja gar nicht mehr. Vor allem, man kann es nicht wiederholen. Das bedeutet, ich hab gleich richtig verkackt. Komm, 50%. Viel gewinnt. Wie? Boah. Du hättest schneller sein können, aber immerhin hast du es geschafft. 5 Punkte für Gryffindor. Oh nein! Du kannst ab jetzt üben, wann immer du willst. Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Ich muss ja das Spiel für beenden. Naja. Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Einen schönen Tag noch, Harry. Adieu. Ein Schloss. Du bist ein bisschen zu früh dran, Harry. Aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen, den ich mir selber beigebracht habe. Es ist der Alhomora-Zauber. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Treib aber keinen Unfug damit. Oh nein, das ist das Symbol für den Alhomora-Zauber. Wenn ich fertig bin, drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach. Lass die Maustaste einfach wieder los, wenn du fertig bist. Krieg ich da auch Hauspunkte für? Oh, Leute. Oh shit. Boah. Da hat das Spiel gehangen. Behaupte ich. Hallo, Momora. Das war ausgezeichnet, Harry. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir für diesen Zauber 5 Hauspunkte. Und deswegen bekomme ich einfach 5 Hauspunkte. So langsam hast du den Dreh raus. Aber wofür? Oh, wie hat man das eigentlich auf der PlayStation gespielt damals? Immerhin. Hallo, Momora. Das war ziemlich beeindruckend, Harry. Danke, danke, ich gebe mein Bestes. Das war richtig gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir mindestens 10 Hauspunkte für diesen Zauber gegeben. Hypothetische Hauspunkte sind aber keine Hauspunkte. Versuch es also noch einmal. Boah, Leute. Nein. Boah. Du wirklich gut, Harry.
Professor Flitwick wäre sehr zufrieden mit deiner Leistung, Harry. Ich bin mir sicher, er hätte dir 15 Hauspunkte gegeben. Ja, hätte, hätte Fahrradkette, wenn es wieder... Oh, nicht die 95%. Boah. Oh je, ob das 95 sind? Ja, 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 na. Oh, knapp. Ich bin mir sicher, er hat mir 20 Hauspunkte dafür gegeben. Hervorragende Arbeit, Harry. Das war brillant, Harry. Professor Flitwick hätte dir mindestens 20 Hauspunkte gegeben. Wenn nicht noch mehr. Ja, Fliegen habe ich gerade versagt. Hab wenigstens da ein paar Punkte reingeholt. Versuch jetzt mal, den Aromora-Zauber zu verwenden. Wir haben noch etwas Zeit, bevor der Zauberkunstunterricht anfängt. Die Tür vor dir wurde mit Magie verschlossen. Verwende Aromora, um sie zu öffnen. Meine Sommer. Hier doch auch, oder? Da ist gar kein Schloss. Aber da... Ah, vielleicht von der anderen Seite. Stehe. Nee, aber bevor wir das machen... Aha! Ich wusste, das ging. Gib mir deine Bohnen. Hier. Viermal und hinter Bildern. Oh ja. Oh ja. Sehr schön. Immer erst andere Sachen machen. Da ist doch was dahinter. Da ist eine Kiste dahinter. Das habe ich doch gesehen. Da ist eine Kiste hinter. Aber wie? Scheiße. Das werde ich rausfinden. Leer. Ja! Boah, zwei Kisten. Eigentlich auf eine Bildkarte gehofft, aber naja. Nice. Hermine, ich komme irgendwann dann später. Erstmal hier. Ach, guck mal da. Dreist. Einen schönen Tag noch. Ja, danke, dir auch. Speicherbuch? Nee. Erstmal hier rein. Ja, komm, da ist eine Karte drin. Schade. Gucken, ob hier nicht noch irgendwo... Schade. Schade, schade, Schokolade. Aber pro Schokolade, Schokofrosch wäre auch gut. Erstmal alle anrempeln hier. Ich habe heute hinter dem Bücherschrank ein geheimes Gebiet entdeckt. Ein geheimes Gebiet? Das ist aber eine hübsche Narbe. Danke. Hör ich öfter. Hallo, Aurora. Du hast es geschafft. In diesem Raum gibt es zwei Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Selbstverständlich. Eine Karte. In diesem Raum gibt es zwei Geheimnisse. Nein, ich muss noch zur Karte. Nein! Kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen? Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Die Karte! Ich muss da raus! Nein! Kann ich nicht irgendwie sterben und laden? Oh, ein Schokofrosch. Ey, wenn die Karte jetzt weg ist, dann lade ich neu. Boah, das meine ich eben. Man denkt so, ah, soll ich jetzt da lang oder da lang? Und dann geht man da lang und dann, ja, ist weg. Pech gehabt.
Okay, wie ich komme da jetzt nicht mehr rein. Nein, nein, nein! Durch diese Tür kommst du zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Verdammt! Aber jetzt habe ich schon alles geplündert. Okay, immerhin. Ich hasse dich, Hermine. Wegen dir muss ich alles nochmal machen. Du hast es geschafft! In diesem Raum gibt es zwei Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Nö. Und diesmal wird mich nichts von der Karte abhalten. Yeah. Und wen haben wir bekommen? Tilly Choke, 1903 bis 1991, erhielt einen Orden, weil sie im Jahre 1932 viele Leben rettete, als ein Drache sich auf einen Strand voller Sonnenanbeter stürzte. Aha. Dumbledore haben wir auch. Albus Dumbledore, geboren, keine Ahnung. Gegenwärtiger Schulleiter von Hogwarts. Gilt als einer der größten Zauberer der jüngeren Geschichte. Na dann. Keine falschen Fenster. Gut. Hast du noch eine Bohne für mich? Nein. Versuch es mal mit dem Bücherschrank. Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Aber cool, die Spiegel sehen eigentlich richtig gut aus schon für die Zeit, ne? Hier so. Alle Humora, um sie zu öffnen. Also 2001, schon so eine Spiegeltechnik hier. Jetzt kann ich auch wieder mit mir selbst leben. Ich habe schon mal in die Aufnahme reingehört und gehört, dass das Mikro irgendwie so ein bisschen komisch klingt. Vielleicht hat sich da irgendwas verstellt, aber ist jetzt erstmal so. Klingt so ein bisschen, als würde man telefonieren. Ja, dachte ich mir fast. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Och nö. Sieh dir das Wingardium Leviosa-Symbol, das ich dir nun vormache, ganz genau an. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Oh, wer soll denn so gerade Linien ziehen können? So. Ich bin sicher, der hätte mir dafür 5 Punkte gegeben. Wingardium Leviosa. Das war wirklich erstklassig, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Ich muss weiter runter in die Ecken. Dieses Mal ein wenig schneller hinzubekommen. Gar kein Problem. So. Weiter in die Ecken rein, sonst gibt es Punktabzug. Oh, Scheiße. Wingardium Leviosa. Sehr eindrucksvoll, Harry. Warum sind die Bücher unten eigentlich abgeschnitten? Versuche es dieses Mal ein wenig schneller hinzubekommen. Puh. Komm, das waren 100%, oder? Wingardium Leviosa. Das war wirklich erstklassig, Harry. 15 Punkte für Gryffindor. Versuche es dieses Mal ein wenig schneller hinzubekommen. Konzentration. Oh nein, das wird nichts.
shit. Oh shit. Nein! Ich hab gedacht, ich kann das danach noch ausmalen. Oh je, das war ziemlich knapp. Oh. Nein. Oh, ich kann das auch nicht wiederholen. Nein, ich lade jetzt nicht neu jetzt dafür. Du kannst mit der Wingardium Leviosa Aufgabe beginnen, um den Zauber etwas zu machen. Ah, scheiße. Folg mir, Harry. Das Spiel auf 100% durchzuspielen, ne? Das ist auch sowas. Och. Ich hab gedacht, wenn ich es danach noch ausmale, dann passt das schon. Aber leider nein. Und hebe sie auf den großen Teller. Das ist kein Teller. Wingardium Leviosa. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Danke, danke. Eigentlich wäre so ein Unterricht schon echt cool. Kann ich mich da draufstellen und das schweben lassen? Gib Bohnen. Danke. Alles absuchen. Stirb! 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 Werde ich jetzt wieder Ewigkeiten lang rumgrunzen. Vermutlich. Stern Nummer 1. Uah. Uah. Sehr schön. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Eine Kiste. Näher wohnen. Ich hoffe, die Steuerung mit dem zweiten Teil ein bisschen besser. Vorausgesetzt natürlich, ich bekomme den zum Laufen. Flippendo! Boah, der Flippig, der geizt aber nicht. Ne? Da gibt's hier richtig Bohnen en masse. Nur zweimal. Oh, da muss ich kurz hinsehen. Aha, ich sehe dich doch schon. Verdammt. Da auch so ein scheiß Gnome hinter. Stirb! Stirb! Ich wollte meine Bohnen fressen. Hallo? Sie hat doch die falsche Seite, oder was? Ja. Was genau machen die eigentlich? Ja, danke, ich befinde mich im selben Raum und da müssen jetzt nicht unbedingt Kamerafahrten für inszeniert werden. Kein Alohomora irgendwo. Schade. Ich komme nicht weiter, oder? Doch. Nee. Voll die Gnomenmisshandlung hier. Die Armen, die werden da eingesperrt, nur damit irgendein Schüler rauskommt und ihn verdrischt. So. Uff. Auf zum Stern. Ein Stern. Direkt nach dem Stern. Das ist ja fies. Erst das, dann speichern wir.
Na toll. Da unten ist ein Stern, wie komme ich da dran? Ich finde es auch schön, dass da unten nichts ist. Das Schloss schwebt in der Schwärze. Wenn wenigstens gerade. Sieht doch verdächtig aus hier. Soll das Wasser sein? Äußerst verdächtig. Nice. Okay, da kann ich eins drauf schmeißen. Da hinten auch. Machen wir erstmal da hinten. Wingardium Leviosa. Die Aussicht von Hogwarts aus ist auch einfach atemberaubend. Wunderschön. Das ist ein geheimer Raum. Ich hoffe, das hier ist ein geheimer Raum. Ja, so halb. Oh. Das sieht doch geheim aus. Ja, nice. Halli, hallo, hallöchen. Was haben wir denn da? Bestimmt eine Sammelkarte. Wie ist nur. Oh, sogar ein Stern. Boah, jetzt regnet es aber hier. Tatsache. Und es ist. Kling. Es ist Alter 208. Haben wir schon einen verloren oder was? Na super, einen schon verpasst. Burdock Mulden, 1429 bis 1490, Vorsitzender des Zaubererrates von 1448 bis 1450. Jetzt nicht so lange, 2 Jahre, oder? Naja, Alter, was soll man die denn schlagen? So, ich muss auch hier so den Stern noch so. Nice. Boah. Böhnchen aufsammeln. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Gut, dann können wir rüber und uns den nächsten Stern holen. Wingardium Leviosa. Das war jetzt mal echt richtig gut. Bohnen, eine Karte und einen Stern. Das fährt so im Zickzack. Kommen wir gleich wieder zurück. Ich warte lieber. Jo, und sonst so. Kann man eigentlich die Kamera drehen, ohne dass man Harry mitdreht? Nein. Nein, kann man nicht. Hui. Klingt sehr falsch. Spring! Spring! Glückwunsch, Harry! Du hast die Aufgabe bestanden. Was, das war's schon? Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Ja, nice. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Hatte ich vor. Guck mal, ich habe jetzt 20 Punkte verloren. Ja, da 20 Punkte nochmal drauf, wir immer noch hinter Slytherin. Weil ich die letzte Aufgabe nicht geschafft habe, aber im Fliegen hätte ich auch bestimmt nur 20 holen können. Ich habe 5 gekriegt. Naja. Naja. Hier ist ja noch was, jawohl. Wingardium Leviosa. Hui. Aha.
Gefühl, Bücherregale gibt es in Hogwarts nur, um Sachen dahinter zu verstecken. Geheimraum in einem Geheimraum wäre natürlich auch sehr spannend. So, ein Speicherbuch wäre nett. Das ist eine Karte da vorne. Das sieht aus wie eine Falle. Nö, ich will erst zu der Kiste. Bevor ich hier irgendwas anfasse. Das sieht aus wie eine Falle. Ein schön leuchtender Schokofrosch so mitten im Weg. Auf Harry, gib alles. Keine Karte. Eine Karte. Wenn die jetzt auf der nächsten Seite ist, haben wir schon eine verpasst. Jawohl, wir haben schon eine verpasst. Wo haben wir denn eine verpasst? Ach du Scheiße. Adalbert Waffling. 1899 bis 1981. Berühmter Magietheoretiker. Okay. Toll, wir haben schon eine verpasst. Oh. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundeunterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns, Hermine. Okay. Ja, okay. Okay. Da ist eine Falle, ich wusste es. Aua. Bring ihn um! Bring ihn um! Ist er tot? Ja. Geht in die Ausgangsposition vom Charaktermodell zurück mit ausgebreiteten Armen. Sehr schön. Okay, er ist ja aufgelauert. Oh, sag mal, hier sind noch Vasen. Noch ein Schokofrosch. Yeah. Nochmal. Hey Harry, hast du die 25 Bohnen für uns? Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Was? Schon wieder Bohnen? Wie die Mafia hier. Statt Schutzgeld Schutzbohnen. Hier habe ich. Wende dich an Fred. Er hat die Bohnen. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Das hoffe ich auch. Danke für deine Hilfe, Harry. Nice. Die stehen da hinten noch hinter der Wand. Schön, dass man das durchsieht. Guck mal, warum bin ich eigentlich der Einzige, der für Gryffindor Punkte holt? Ich dachte, es gibt noch mehr Schüler in Gryffindor. Okay, wen haben wir? Ulrich der komische Kauz, Mittelalter, Daten unbekannt, sehr exzentrischer Zauberer, der eine Qualle als Kopfbedeckung trug. Lustiges Bild auf jeden Fall. Moment, wir müssen hier runter, ne? Ja. Dieses Bild sieht... Nein! Sag mal. Hier auch schon SMS gehört. Oder WhatsApp. Bild sieht sehr verdächtig aus. Harry, wenn du zu spät zum Kräuterkundeunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Auspunkte verlieren. Also beeil dich, Hermine. Nö, ich beeil mich nicht. Ich... Aha, ich plündere erstmal die Schule aus. Nice. Uff. Wo müsste ich denn lang? Ich glaube, da links müsste ich lang. Also gehe ich da nicht lang. Sondern erstmal rechts.
Nein! Oh. Hey, Potter, magst du Überraschungen? Malfoy hat ein Geschenk für dich. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Okay. Nein, ich will damit durch. Hallo, Aurora. Verdächtig. Kitzel die Hexe. Die Hexenkitzel nennt man das heutzutage so. Oh, noch eine Bohne. Aber nicht da jetzt lang, oder? Wo komme ich da denn lang? Komm ich in die große Halle. Nicht in die große Halle, in den Vorraum da, in den Flur, wo wir angekommen sind. Dann gehe ich doch lieber erstmal zu dem Mädel da hinten, was im Kreis rumrennt. Das ist Neville. Hallo Harry, ich bin Neville Longbottom. Das ist mein Erinnermich. Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun. Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Er ist eben hier herumgeschlichen. Okay, okay. Gehen wir uns mal in Acht. So, dahinter waren doch Türen, oder? Ja. Anscheinend doch nicht. Hier? Hallo Neville. Bist du schon mal mit dem Besen geflogen? Ja. Ich habe ein bisschen Angst vorm Fliegen. Ja, ich jetzt auch. War nicht so erfolgreich. Hallo. Wie gesagt, das Problem ist, man weiß nie, wo der richtige Weg ist. Und am Ende läuft man falsch und dann verliert man eine Sammelkarte. Die späteren Teile werden dann, glaube ich, mehr Open World. Und nicht so linear. Also, Open World, ja. Man kann halt ein bisschen freier in Hogwarts rumlaufen und Sachen auch wiederholen. Oh, schon wieder eine Karte. Nice. Ich wette, es hätte eine Karte bei der Flippendo-Aufgabe gegeben. Dann haben wir da Derwent Schimpling, geboren 1912, also lebt noch, verspeiste eine ganze Venemosa Tentacula und überlebte, obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Okay. Ein wahrer Held. Wo blieb der coole Schrei? Hallo? Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein und ich werde der Erste sein, der ihn findet. Sorry, war schon drin. Nintendo. Nintendo. Geh nicht das Speicherbuch berühren. Okay, okay. Ich laufe nochmal komplett außen rum. Nur zur Sicherheit. Hallo Neville. Ich habe vergessen, wo der Kräuterkundeunterricht stattfindet. Du hast doch einer, erinnere mich. Hui. Oh. Damit ich hier auch nochmal gucken kann, ob hier nicht irgendwo Geheimräume sind. Und die Vase. Diese eine Bohne hätte ich ansonsten nicht bekommen. Okay. Und bevor wir in dieses Speicherbuch reinlaufen, sage ich Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.